klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Was wäre eine Liebe, die nur lieben könnte und die dem Bösen gegenüber nichts anderes als nur Liebe entgegenhalten könnte? Was wäre das? Das wäre etwas Furchtbares. Das wäre der Triumph des Bösen, weil dann das Böse niemals abgehandelt werden könnte. Man müsste dem Bösen immer den Lauf lassen, man müsste immer alles vergeben. Bis in alle Ewigkeit müsste das Böse toleriert werden. Stell dir vor, irgendein schreckliches Verbrechen würde man an dir oder an deinen, sage mal, nächsten Verwandten begehen und du kommst vor einen Gerichtshof und an dem Gericht steht, hier wird keiner schuldig gesprochen. Hier werden nur Amnestien ausgeteilt. Hier wird nichts anderes gemacht. Was würdest du sagen? Wo bin ich gelandet? Was ist das für eine Ordnung? Dann ist Anarchie angesagt. Dann kann ja jeder morden und stehlen und vergewaltigen und alles übel tun. Und keiner wird gehindert. Alle werden sie nur gestreichelt. Doch die Bibel ist anders und ich muss das immer wieder betonen. Darum schau die Güte und die Strenge Gottes. Da gibt es zwei Sachen, die Güte und die Strenge. Und beides habe ich anzuschauen. Ich kann nicht sagen, ich will nur das Liebliche von Gott sehen. Ich will nur seine Barmherzigkeit, seine unermessliche Gnade. Das möchte ich nur sehen, betrachten, beschauen, besprechen. Aber die Strenge, oh nein, das ist ja kein schönes Thema. Die Strenge an denen, die gefallen sind. Die Güte aber an dir, sofern du an der Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. So krass und so klar ist die Bibel und so ist es die ganze Wahrheit. Und wehe mir, wenn ich nur Teilwahrheiten verkündigen würde. Das ist so ein Verderben. In der bevorstehenden Endzeit sind wir alle in einer Position, wo Jesus zu uns sagen könnte, in dieser Nacht oder Nachtzeit, sage ich jetzt mal, werdet ihr euch alle an mir ärgern. Das ist möglich. Und wer ärgert sich? Warum ärgert man sich? Man nimmt Anstoß, weil Dinge geschehen. Das sieht ja aus, die Welt geht unter. Da waren die Jünger in der vergleichbaren Situation. Jetzt wird ihr Herr gekreuzigt. Jetzt ist es vorbei mit ihren Zukunftsvorstellungen, wie auch immer. Jetzt passieren Dinge, die ihnen den Teppich unter den Füßen weggerissen haben und nun Anstoß nehmen. Kann ein allmächtiger Gott die Kreuzigung Jesu zulassen? Nein, das steht so im Widerspruch zu aller menschlichen Logik für die Jünger. Und so die Endzeit. Kann Gott, wird Gott solche Dinge zulassen, die Plagen, die hereinkommen? Das ist Gott, das ist mein Jesus, das ist der Jesus in der Bibel. Und nicht, dass es dann so erscheinen könnte, und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Jesus, ein Schreckensgespenst. Das ist doch unser Herr. Kannst du ihn nicht sehen? Auch in dieser Endzeitsituation kann er erscheinen. Furchtbar, schreckenserregende Erscheinung. Dieser Herr, dieser Gott, der solche Dinge erlaubt. Schrecklich, grauenhaft. Nein, wenn er die Welt vernichtet, dann wird er nicht mich vernichten. Denn mir gegenüber kommt er ja nicht mit der Strenge, vor der ich Angst haben muss. Mir kommt er als mein Erlöser und Erretter. Was wird denn Jesus mir vermitteln wollen, mitten in diesen Katastrophen? Er will mir vermitteln. Und alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das ist die Botschaft, die Jesus rüberbringen will, gerade mitten in diesen chaotischen Umständen. Und ich denke, das sollte ich mir bewusst machen. Wer wird kommen? Es wird der Herr kommen, der triumphierend
aufräumen wird. Die Darstellung, um es so zu zeigen, dass Jesus voller Schadenfreude, na, endlich kann ich meinen Feinden heimzahlen, und er hätte seine Freude daran. Es ist eine ganz falsche Darstellung. Das ist so verkehrt, weil dann wäre Jesus tatsächlich wie ein Gespenst. Es ist eine böse Macht, die jetzt diese Welt überfällt mit all den Plagen. Nein, Jesu Herz ist berührt, weil seine Liebe zu der Gerechtigkeit des Vaters muss jetzt auftreten. Die Zeit der Gnade ist um. Nun kommt ein anderer Zeitabschnitt. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Ihr habt das Wirken des Geistes, ihr habt den Heiligen Geist nicht nur gedämpft, ihr habt ihn vertrieben, ihr habt die Propheten ermordet. Jetzt kommt eine andere Zeit. Ihr habt nicht gewollt. Wer ist dann schuld? Ihr seid daran schuld, ihr Menschen. Als er nahe hinzukam, auch wieder nach Jerusalem, sah er die Stadt an und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient. Und auch diese Welt, die sich so mit dem Antichristen verknüpft, wenn ihr es doch nur erkannt hättet, wo echter Frieden für euch gekommen wäre. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Und das ist Tatsache und Wahrheit. Die Verhärtung ist so weit gegangen. Nun schwelgt ihr in eurem Irrtum, in eurer Verstockung der Sinne. Und nun kommt das Resultat, nun kommt die Konsequenz. Und das lässt sich nicht mehr aufhalten. Das steht geschrieben vor Jahrtausenden, das wird kommen. Und dann sagt der gleiche Jesus, dessen Herz ja weint über so eine Verstockung. Und ich denke, das sind auch Tränen. Gott Vater hat ein Gefühl, dass es ihn schmerzt. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass er jetzt ein schwacher Allmächtiger wäre. Ja, warum hast du sie denn nicht alle vollautomatisch irgendwie in deinen Willen, durch dein Wirken so weit gebracht, dass sie dich geliebt hätten? Das hättest du doch machen können, du bist doch der Allmächtige. Das ist so menschlich verkehrt gedacht. Gott wird berührt und Gott lässt es auch sicher nicht kalt, wie diese Endzeit hereinbricht und wie schrecklich das werden wird. Aber, und jetzt kommt wieder das Entscheidende, der gleiche Jesus, der voller Liebe sich dargebracht hat und die ganze Menschheit eingeladen hat, kommt doch zu mir, kommt doch, kommt zur Rettung, kommt zu eurem Heil. Der gleiche Jesus, der sagt aber jetzt und speziell in dieser Endzeit mit ihren Plagen, dann sagt er: Wohlan, jetzt erfüllt auch ihr das Maß eurer Väter, ihr Schlangen und Otterngezücht. Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Das sagt Jesus Christus, der Menschenfreund. Das sagt er mit der Strenge der Gerechtigkeit. Wie weit habt ihr es gebracht? Wie böse seid ihr? Ja, meint ihr, ihr könnt dann dem höllischen Elend entgehen? Nein, ihr erfüllt das Maß. Ihr macht das Maß voll eurer Sünden. Auf das über euch komme all das gerechte Blut. Wahrlich, ich sage euch, wahrhaftig sagt es Jesus, dass solches alles wird über dieses Geschlecht kommen. Die Schuld und die Strafe wird kommen. Das unschuldige Blut habt ihr vergossen, ihr werdet es büßen. Lest es. Das sagt Jesus zu Erdenlebzeiten, obwohl sein Herz weint und traurig ist über den Zustand dieser Stadt. Das sagt er aber mit beiden Gefühlen, mit dem Gefühl des Schmerzes und dem Gefühl der eindeutig rechtschaffenden guten Gerechtigkeit. Das soll jetzt so geschehen. Ja, jetzt. Ihr werdet nicht entrinnen. Man stelle sich das vor.
Und dann kommt die Frage wieder und immer wieder an mich: Bin ich Jesus konform?